In Welzheim im Rems-Murr-Kreis stehen ein paar beeindruckende Mammutbäume. Wenn ihr wissen wollt, wie die Bäume ins Schwabenland gekommen sind und ob sich ein Ausflug dorthin lohnt, dann bleibt dran. Der Sequoia Nationalpark in Kalifornien ist die Heimat der Mammutbäume. Hier steht auch der General Sherman Tree, der als größter Baum der Welt gilt. Er ist etwa 83 Meter hoch, hat einen Umfang von 31 Metern und wiegt über 2000 Tonnen. Sein Alter wird auf 3000 Jahre geschätzt. Um ein paar beeindruckende Mammutbäume sehen zu können, müsst ihr nicht in die USA reisen. Auch in Welzheim stehen einige stattliche Exemplare. Nur ein paar Meter vom Stadtpark entfernt befindet sich der Tannenwald. Vom Parkplatz Mammutbäume aus sind es noch etwa 150 Meter bis zu den gleichnamigen Bäumen. Die zahlreichen Sitzgelegenheiten laden euch ein, an diesem schönen Platz eine kleine Pause einzulegen und die zahlreichen riesigen Bäume zu bewundern. Aber wie kamen die Mammutbäume eigentlich zu uns? 1852 entdeckte man in den USA erstmals die riesigen Bäume. König Wilhelm I. von Württemberg war von den Berichten über die Mammutbäume so begeistert, dass er umgehend Samen bestellte. Der Legende nach bestellte er ein Lot Samen. Ein Lot entsprach damals etwa 15 Gramm. Die Amerikaner kannten aber die Maßeinheit Lot nicht. Sie übersetzten es fälschlicherweise als a lot, also sehr viel. Statt den gewünschten 15 Gramm schickten die Amerikaner dem König 470 Gramm. Das entsprach etwa 100.000 Samen. Daraus gingen etwa 5.000 bis 8.000 kräftige Pflanzen hervor. Diese wurden dann in ganz Baden-Württemberg verteilt und eingepflanzt. Das ist der Grund, warum es gerade in unserer Gegend so viele Mammutbäume gibt. Heute existieren noch etwa 200 Bäume aus dieser Saat, die auch Wilhelma-Saat genannt wird. Auch die Exemplare in Welzheim stammen aus dieser Zeit. Fazit: Wenn ihr mal in der Nähe seid, dann besucht auf jeden Fall die Mammutbäume in Welzheim und lasst die beeindruckenden Bäume und die dazugehörige Geschichte auf euch wirken. Ach ja, der höchste Mammutbaum Deutschlands steht übrigens in Auenwald in der Nähe von Backnang. Auch über ihn haben wir schon berichtet. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung und am Ende des Videos. Ich verabschiede mich von euch, macht's gut, bis bald und bis zur nächsten Folge. Euer Rems-Murr-Kanal.